Wir kommen doch gleich. Ja. Unser Mittelstürmer Harald Kohr. Schaut ihm zu!
Applaus. Nein, die Großmaßnahme. Ja, die Linden beschlagen. Ja, genau. Machen, wir brauchen Sie wahrscheinlich zweimal für den Feld. Ich weiß jetzt nur einmal 45 Minuten, aber 10. Und Gerhard. Gerhard, einer muss sie so erzählen. Ich brauch die für drinnen. Die Jungs haben viel geackert. Wir hätten wieder einen Fall Wasser. Schmeckt ja doch gut, ne? Das ist gut. Guten Morgen gibt's die Spiele. Du konzentrierst dich mal beim Freistellen. Auf geht's. Gutes Spiel, du Freund. Auf den Betzenberg verfolgt mein Kollege Wolfgang Fritschmann. Ja, und das Niveau dieser Partie entspricht im Moment zumindest durchaus den Tabellenplätzen. 14. Kaiserslautern, 12. Waldhof Mannheim. Und der besser postierte in der Tabelle, der SV Waldhof, er führt immer noch. Er führt mit 1:0 durch dieses Tor von Karl-Heinz Bührer in der 22. Minute und greift jetzt fortschrittwertend an mit uns Kweiser. Kweiser, der ja einiges gut zu machen hat, der seinem Trainer versprochen hat, nachdem er hier im Pokal so schlecht ausgesehen hat, wo er der SV Waldhof Mannheim nach Verlängerung mit 1:3 ausgeschieden ist. Er wird heute zeigen, dass er doch nicht nur ein Ersatzspieler ist. Kweiser hat gespielt. Nach rechts hinaus und dann machen sie ihr zweites Tor, nachdem der Ball über Bockenfeld wohl erneut auf Karl-Heinz Bührer gekommen ist. Ausgangspunkt einmal mehr und Kweiser. Er legte den Ball nach rechts. Da lief Bockenfeld noch 2-3 Meter nicht angegriffen, flankt dann den 5-Meter-Raum und dann spritzte wohl Bührer hinein und machte das Tor zum 2:0.
Keines coolen Nachspielers, aber ich habe eine Verletzung. Ja, was ist das? Ja? Weltklasseleistung hat er auch nicht. Sag dir mal, bist du skeptisch, gell? Wenn das nicht passt, dann musst du irgendwo anders spielen. Dann kannst du eben bei uns spielen, Junge. Alla, bitte. Alla. Wenn das eine taktische Maßnahme ist, die uns weiterbringen soll. Warum bin ich ein bisschen verkehrt? Also ich meine, wie gesagt, das war vor zwei Jahren, habe ich da eine Situation gehabt mit Mehrmann, da habe ich ihn also ein bisschen verletzt, ich bin reingekretscht und da habe ich ihn also verletzt und davon da waren also die Zuschauer bei jedem Spiel, auch in Ludwigshafen, haben die also da gegen mich gepfiffen und ich muss also ehrlich sagen, jetzt momentan oder jetzt macht es mir also überhaupt nichts mehr aus. Am Anfang war es halt ein bisschen deprimierend, ja, ich meine, ganz klar, aber jetzt ist man mit der Zeit, wird man abgehärtet, ist ganz klar. Ob Sie mit Lino und Richter gesprochen haben oder ich, ist mir jetzt auch egal. Das Spiel ist zu Ende. Wir wissen mit Sicherheit, wo wir unser Problem haben. Das war nicht das Gelbe vom Ei von uns. Und darum bin ich im Nachhinein mit dem Punkt auf jeden Fall nach dem Spielverlauf mit Sicherheit zufrieden.